Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Ich werde heute mit Ihnen über Musik sprechen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde nicht singen und bleibe in unserem Hightech-Universum, denn ich werde die 7 besten Digitalpianos des Augenblicks auflisten. Und da die Neuigkeiten nie allein kommen, sollten Sie wissen, dass sie alle auf Amazon erhältlich sind. Damit Sie unsere nächsten Videos nicht verpassen, vergessen Sie nicht, unsere Seite zu liken und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Sind Sie bereit? Toll, los geht's! Wir beginnen diese vergleichende Studie mit dem brandneuen Klavier von Casio. Ich präsentiere Ihnen die PX770, die sich an diesem Wettbewerb als formidabel erwiesen wird. Dieser Digitalflügel verfügt über 13 neue Klänge, zusätzlich zu den bereits größtenteils erworbenen Klängen, die als Grand Piano mit dem Modi-Konzert, Mellow, Bright, Modern, Rock und Jazz bekannt sind. Diese 13 neuen Klangfarben machen dieses Instrument mehr als vielseitig. Außerdem verfügt es über eine Concert-Play-Funktion und Sie können nun 10 Klavierstücke mit einem Orchester üben. Das ist richtig, Sie können von Ihrem Klavier aus ins Orchester schlüpfen. Und das alles ohne Druck. Sie beginnen mit dem Listen-Modus, mit dem Zuhören, fahren mit dem Lesson-Modus, mit dem Lernen und Üben fort und gehen dann mit dem Play-Modus ins Konzert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte Musiker werden. Die Casio PX770 ist daher sehr gut ausgestattet und hat eine schöne ästhetische Erscheinung, die perfekt in jede Einrichtung passt. Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht viel Platz einnimmt. Nur der Preis könnte Sie abschrecken. Aber wenn Sie sich gerade in dieses Klavier verliebt haben, was durchaus gerechtfertigt ist, wird Amazon Ihre Erwartungen mit der schnellsten Lieferung erfüllen. Dieses digitale Upright-Piano ist fein verarbeitet. Sie finden den Klang eines klassischen Konzertflügels gemischt mit dem einer realistischen GHS Graded Hammer Standard Tastatur, die den Anschlag eines Flügels perfekt reproduziert. Beide Klänge eignen sich dank des einzigartigen Klaviergefühls der Tastaturmechanik für professionelle Pianisten, sind aber auch für Amateure und Schüler perfekt geeignet, da alles vorhanden ist. Das Arius YPD 144 hat eine große Speicherkapazität, Aufnahmefunktionen, eine tolle und kostenlose Anwendung, 192 Noten Polyphonie, 3 Pedale, 88 Tasten. Diese reproduzieren das Spielgefühl eines akustischen Klaviers. Und das ist es, wonach Pianisten suchen. Sie können mit dem Acoustic Control System den Klang einstellen und jederzeit spielen, ohne ihre Nachbarn zu stören. Fazit: Der Arius 144 ist kompakt in der Größe, aber beeindruckend im Klang. Und um das Ganze abzurunden, ist dieses Klavier in 3 Oberflächen erhältlich: Schwarz, Weiß und Palisanderholz. Gut gemacht, Yamaha! Ich war überrascht, als ich die Rezensionen zu diesem Klavier las, weil ich darin regelmäßig den Begriff umfassend fand. Wie könnte man ein Digitalpiano mit dieser Zielsetzung beschreiben? Nun, es ist möglich und es ist umfassend. Es ist vielleicht das Klavier für Anfänger schlechthin. Um zu lernen und der Perfektion näher zu kommen, erstens wird es mit einer Bank und Kopfhörern geliefert. Nützlich. Der Preis ist überraschend günstig und vor allem die Qualität stimmt. Das DP50 hat ein Hammermechanik-Tastensystem, ähnlich wie bei einem Flügel. Der Pianist ist in eine authentische akustische Atmosphäre eingetaucht. Dieses Piano ist sehr anschlagdynamisch, das heißt, seine Mechanik arbeitet sehr gut auf die Stärke und Geschwindigkeit der gedrückten Tasten. Sie können ihre Klangdynamik leicht variieren. Sie drücken sanft, der Ton ist leise. Ein weiteres interessantes Merkmal des DP50 ist, dass es 2 identische Tastaturhälften hat. Das bedeutet, dass Sie mit 2 Personen auf der Tastatur spielen können. Ideal für Ihren Klavierlehrer und zum Spielen von Stücken mit 4 Händen. Fangen Sie an, das Konzept des umfassenden Klaviers zu begreifen? Dieses Piano ist natürlich mit tollen Features wie einem Metronom, einer sehr guten Aufnahmekapazität und einem Kopfhörerausgang ausgestattet. Ein sehr überzeugendes Paket.
Ein weiteres Yamaha, aber ganz anders als das zuerst vorgestellte. Das P125 kommt in Form eines sehr interessanten Pakets. Wenn Sie über Amazon gehen, haben Sie die Freude, ein 88-tüniges Klavier zu erhalten, das mit einem Fußschalter, einer Notenauflage, einem Adapter, einem Keyboardständer, einer Keyboardbank, einem Pedal und einem Studio-Monitor-Headset ausgestattet ist. Yamaha hat mehr als einen Trick im Ärmel. Wir finden die Qualität, die der Marke lieb und teuer ist, in einem Klavier, das mit akustischen Eigenschaften ausgestattet ist, einem dynamischen Klang hat, sich natürlich anfühlt und gleichzeitig einen eleganten und feinen Eindruck hinterlässt. Das oben genannte Zubehör ist diskret. Das ganze Paket ist nüchtern und auf Leistung ausgerichtet. Ausgestattet mit der berühmten Pure CF Sound Engine, unter anderem entwickelt für das Yamaha CF3S9 Konzertpiano, bietet das P125 dank seiner fortschrittlichen Technologie und des Yamaha Know-Hows eine fabelhafte Dynamik und Ausdruckskraft. Bei diesem Haus werden Sie nicht überrascht sein. Yamaha setzt seinen melodiösen Weg seit mehr als einem Jahrhundert fort, zur Freude unserer Ohren. Aber weil wir ein wenig staunen müssen, Yamaha stellt mit dem P125 ein neues bidirektionales Lautsprechersystem vor. Die Tasten erzeugen nach oben und unten einen erweiterten Klang. Die Tasten sind tiefer und das gibt dem Pianisten einen satteren, mehr Stereoklang, ein weiterer Schritt in Richtung auf eine wunderbare Akustik. Wir haben es mit einem entschieden modernen Format zu tun, natürlich in Bezug auf sein Aussehen, aber auch in Bezug auf seine unterschiedlichen neuen Kapazitäten. Die Tastatur hat eine Hammermechanik mit 3 Anschlagsdynamikkurven, leicht, normal und schwer. Sie erhalten 12 Sounds und genießen eine Polyphonie von 120 Stimmen. Das Lautsprechersystem ist leistungsstark. 2x15 Watt und wie jedes moderne Gerät, es hat USB und Line-Eingänge auf Mini-Klinke und Kopfhörer. Das B2 ist leicht zu tragen, Bewegung ist sein Ziel. Es ist durch seinen Preis und durch seine einfache Handhabung zugänglich. Core kommuniziert über eine Software und eine Vielzahl von Anschlüssen zur Verfügung gestellt, eine resolute, moderne Sprache. Die Software wird Ihnen mit dem Soundmodul Core Module helfen, Ihre Performance zu verbessern. Sie können Ihre Leistung mit der auf Ihrem Smartphone verfügbaren Musikproduktionsanwendung Core Gadget 2 verbessern. Ein Klavier, das mit der Zeit geht. Schließlich habe ich Ihnen vorhin gesagt, dass es einfach aufzustellen ist, was in der Tat der Fall ist. Die Installation ist verblüffend einfach und Sie können Ihr Klavier überall hin mitnehmen und es auf einen klassischen Ständer, aber auch auf einen Tisch stellen. Es ist einfach und kreativ bei Korg. Funky Digitalpianos haben sich seit einigen Jahren einen Namen gemacht, vor allem in der breiten Öffentlichkeit wegen des günstigen Preises und der vielen Funktionen. Das Piano erzeugt 360 Sounds und verfügt über eine komplette Rhythmusbox mit 160 Styles und unglaublicher Polyphonie. Die Schüler können sich über 80 Demosongs, einen eingebauten MP3-Player, eine Aufnahme- und Wiedergabefunktion, ich fühle mich, als hätte ich ihre Aufmerksamkeit, viele faszinierende Effekte wie Split und Dual, Reverb und Chorus freuen. Genug, um sie zu beschäftigen und vor allem, um Spaß zu haben. Das Metronom ist vorhanden, der Netzwerkanschluss, der USB-Port, der Klinkenausgang, das Pedalboard. Der DP88 ist sehr gut ausgestattet. Den höhenverstellbaren Sitz und die dynamischen Kopfhörer habe ich noch gar nicht erwähnt. Endlich liegt Ihrem Klavier eine Anleitung für Anfänger bei. Das Zubehör ist gut, die Qualität auch. Was ist mit dem Klavier? Sie wird als Einsteiger-Tastatur beworben, die speziell für Anfänger konzipiert ist. Die Tastatur fühlt sich eher wie ein Klavier als wie ein Synthesizer an, seien Sie versichert. Das Erscheinungsbild des DP88 ist bei jungen Leuten sehr beliebt und sein Layout fördert Kreativität, Spaß und übt gleichzeitig mit dem Gehirn. Der kleine blaue Bildschirm begleitet Sie mit den Noten, die gleichzeitig angezeigt werden. Eine tolle Entdeckung! Das CDP S100BK ist eine Tastatur mit gestufter Hammermechanik.
Es hat 10 Töne, wird mit einem AC-Adapter oder mit Alkali-Batterien betrieben und kann absolut überall platziert werden. Es hat sehr gute Qualitätslautsprecher und die doppelte Metallkonstruktion sorgt dafür, dass der Ziffernblock sehr stabil ist. Die Installation ist extrem schnell, sodass Sie einfach loslegen können. Und wie sieht es musikalisch aus? Die Qualität ist da, auch wenn der niedrige Preis daran zweifeln lassen könnte. Sie sind bei Casio, also können Sie sicher sein. Die Marke hat versucht, ein kleines Format für junge Leute zu schaffen, die unterwegs sind. Das Klavier erfüllt die verschiedenen Ziele, handlich, praktisch und verbunden. Dazu haben sie einen neuen Hammermechanismus, eine neue Schallquelle und ein neues Lautsprechersystem eingebaut. Die Klangnuancen sind subtil und gut eingefangen. Das Glücksspiel hat sich gelohnt. Wie lautet also Ihre Wahl? Zögern Sie nicht, uns Ihren Favoriten mitzuteilen und wenn Sie bereits eines dieser Klaviere ausprobiert haben, direkt in den Kommentaren. Vielleicht sind Sie der nächste talentierte Pianist? Alle Referenzen der Klaviere finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und keines der nächsten Videos zu verpassen und auf die Glocke zu klicken, um über die nächsten Videos informiert zu werden. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken. Bis bald für mehr und interessante Inhalte. Auf Wiedersehen!